Jetzt sehen Sie sich das an. Oh, ich könnte heulen. Na, auf eine Beule mehr oder weniger kommt's doch hier nicht an. Erst baue ich eben ihretwegen einen Unfall und jetzt beleidigen Sie auch noch mein Auto. Na, wer ist denn gefahren? Sie. Ja, und wer hat die ganze Zeit geschrien, schneller, schneller, Sie? Entschuldigung, die Damen. Das da ist öffentliches Eigentum. Und das Signal ich dort war rot. Das war nicht rot. Das war nicht rot. Und das hier war eben gerade noch gar nicht da. Das war noch gar nicht da. Hören Sie, wir hatten überhaupt keine andere Wahl. Wir wurden nämlich verfolgt. Verfolgt? So, so. Illegales Autorennen in Erfurt City. Es wird ja mal teurer. Sagen Sie mal, geht's noch? Wir stehen hier unter Schock und Sie machen sich lustig. Die Polizei, dein Feind und Wadenbeißer. So. Das wäre dann Ihr Aktenzeichen. Sie hören von uns. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Kein großer Bruder in Sicht. Das wäre es ja noch um die Zeit. Übrigens, danke nochmal, Nele. Wofür? Naja, ohne dich gäbe es gar kein Lagerfeuer an der Gera. Und keine verkohlten Würstchen. Und keinen Sonnenaufgang auf dem Petersberg. Der war so schön. Ha, fast so schön wie deine Idee, die Nacht durchzumachen. Das müssen wir unbedingt nochmal machen. Ja. Dann werden wir zu Profi-Nachtdurchmacher. Papa, vorher brauche ich erstmal eine Dusche. Aha, Profi-Nachtdurchmacher. Ich glaube nicht. No way, Simon ist raus. Der geheime Zirkel braucht neue Mitglieder. Das waren deine Worte. Simon hatte seine Chance und ist durchgefallen. Aber als Berger ihn erwischt hat, hat er uns nicht verraten. Loyalität ist jedoch wichtig. Aber er hat die Prüfung nicht bestanden. Also ich schlag Orkan vor. Nee, Orkan passt nicht zu uns. Ach ja, und wieso nicht? Naja, ich dachte, das hier ist ernst. Hier geht's um Vertrauen und Ehrlichkeit. Aber Orkan nimmt ja nichts wirklich ernst. Also ich habe rein gar nichts gegen Orkan. Dominik, bist du müde oder hast einfach keine Meinung? Ehrlichkeit und Vertrauen. Henry hat recht. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Ob es uns wirklich allen noch darum geht. Darum dreht sich die Show hier die ganze Zeit. Henry, wie siehst du das? Klar. Also ich bin für Orkan. Hey, hast du Mathe? Kriegst du. Danke, Mann. Echt loyal von dir. Henry, warte mal. Ich muss auch los. Es ist schon spät. Willst du mir nicht endlich was sagen? Die Unterschriftenliste gegen Petra war ewig lang und trotzdem hat Berger sie abgelehnt. Ach, ich finde das okay von ihm. Er hat sich vor eine Schülerin gestellt, die viele loswerden wollten. Fandst du denn etwa okay, was Petra getan hat? Petra hat nichts getan. Das war ihr Bruder. Sie kann gar nichts dafür. Da ist Jule. Geh einfach hin, okay? Das ist ein Tipp vom Meister. Was? Mann, weil die mit Olivia abhängen. Das kann dir helfen. Jetzt mach, geh hin. Morgen. 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 Ist klar bei euch? Ja. Will jemand Müsli? Nein, Mann, ich brauche was Richtiges. Was denn eigentlich mit Olivia? Ist sie schon los oder was? Hat zur zweiten, schläft noch. Aber sie braucht doch ihren Schnellschlaf, oder? Ich habe keinen Hunger mehr. Ey, willst du mich verarschen? Komm her. Lenny. Na, willkommen im Club, würde ich sagen. Noch einer, der auf Olivia steht. Henry, rede mit mir! Du hast mich bei der Schiller als Bettnässer hingestellt. Warum? Ich wollte das nicht. Wirklich nicht. Und trotzdem hast du es gemacht.
Es tut mir leid. Ich war nur so fertig, weil ich habe doch noch nie ins Bett gemacht. Das heißt, nur einmal und dann nochmal. Und dann habe ich mir Unterlagen gekauft. So fürs Bett. Und dann hat die Schüler mich erwischt. Und dann hast du einfach gesagt, Dominik war's. Es war mir peinlich, deshalb habe ich das gesagt. Also, wenn dir was peinlich ist, dann sagst du einfach, jemand anders war's. Läuft das so bei dir? Dein Name ist mir nur so rausgerutscht. Dafür konnte ich nichts. Du kannst nichts dafür. Und redest von Vertrauen und Ehrlichkeit. Das ist eine miese Nummer, Henry. Eine richtig miese Nummer. Dominik. Drei Mädchen, nachts allein in Erfurt unterwegs. Habt ihr nur eine Sekunde darüber nachgedacht, was hätte passieren können? Frau Ortbach, es ist doch gar nichts passiert. Na, weil ihr verdammtes Glück hattet. Wenn die Schiller nichts gepetzt hätte, hätten sie davon gar nichts gemerkt. Für euch immer noch Frau Schiller. Wir machen das auch echt nie wieder, Frau Ortbach. Wirklich. Natürlich nicht. Ab sofort gibt's ja neue Regeln. Wenn ihr das Internat verlasst, bei mir abmelden. Und wenn ihr zurückkommt, bei mir anmelden. Wenn nicht, rede ich mit euren Eltern. Das können Sie nicht mit uns machen, das ist ja wie im Gefängnis. Ich hab euch im Blick. Und schuld daran seid ihr selber. Frau Bach. Ja, jetzt nicht. Ist aber dringend. Ich hab da was klargemacht. Na, unser Termin. Abmelden, anmelden. Ich hab euch im Blick. Da mache ich nicht mit. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ich bin Lennart die Klette losgeworden. Da schaffe ich auch Teebein. Na, was sagt ihr denn dazu? Was ist das? Das ist eine Drohne, die habe ich von Simon. Sogar mit Kamera. Und was willst du damit? Ich zeige Schiller und Rottbach, wie grottig sich Dauerüberwachung anfühlt. Die haben doch irgend sowas von so einem Termin gefaselt, der so ultra geheim sein soll. Aber nicht mehr lange. Sie wird sich schon melden. Oh Mann, die Warterei macht mich voll kirre. Dann mach das Handy doch endlich mal aus. Das entspannt auch. Ja, okay, du hast recht. Ich muss sowieso noch mal aufklopfen. Ohne Handy. Ja, ist ja mal klar. Aber wir können doch nicht einfach abhauen. Das geht nicht. Sag wer. Wir wissen ja gar nicht, wann wir den Termin haben. Und wenn wir drin rumhocken, verpassen wir den einfach noch. Aber schwänzen. Wir schwänzen ja nicht. Das ist eine Art Projektarbeit. Man muss eben manchmal Opfer bringen, um die Ketten der Gefangenschaft zu sprengen. Also gehen wir jetzt? Na dann los. Hallo? Hier ist Jule, Olivias Freundin. Olivia kann gerade nicht, aber sie kommt gleich wieder und... Was? Janis. Hi, ein Stein wird zum Fels. Ein Stein wird zum Fels. Fühlt sich gut an, was? Ja, der geheime Zirkel ist toll. Immer nur so toll wie seine Mitglieder. Du gehörst dazu. Nein, tue ich nicht. Was? Was soll ich damit? Ich habe Dominik verraten. Ich kann nicht zu euch gehören. Oh, ey, jetzt warte doch mal. Also folgendermaßen. Es können nicht alle nach Berlin, sondern nur vier. Die anderen bleiben hier. Deswegen entscheidet das los. Ja, aber dann können wir einfach alle zu mir in den Wedding. Das wäre doch krass. Das wäre bestimmt total krass, geht aber nicht. Vier fahren, der Rest bleibt hier und macht Unterricht. Schade, aber logisch. Bitte?
Alles gut? Willst du darüber reden? Soll ich dich allein lassen? Diese Cheryl hat angerufen. Okay. Und wer ist diese Cheryl? Die Kasserin, die Olivia entdeckt hat. Sie hat mir den Job angeboten. Dir? Mir kaum zu glauben, was? Natürlich ist das zu glauben. Ist doch total schön. Und was sagt Olivia dazu? Du hast es Olivia nicht gesagt. Noch nicht. Diese Modelsache ist Olivias Ding. Sie hat sich so darauf gefreut. Ja, aber du kannst dich auch darauf freuen. Mein Gesicht auf allen Plakaten? Nee, das bin nicht ich. Das geht nicht, das kann ich ihr nicht antun. Olivia ist meine Freundin. Aber genau deswegen solltest du sie sagen. Weil sie deine Freundin ist. So, mach gut, mein Kleiner. Pass auf, dass ich nicht geklaut werde. Also, dass ich hier lebend wieder rausgekommen bin. Nichts gegen mein Auto, nichts gegen den Wackeldackel. Das sind die Regeln. Na, gegen Ihren Beifahrer habe ich ja auch gar nichts. Aber hat die Karre überhaupt noch TÜV? Haben Sie heute eigentlich schon Danke gesagt, dass ich für Sie die Chauffeurin spiele? Ich hoffe nur, uns sieht hier keiner. Also noch nicht zu spät, Sie können immer noch kneifen. Nein, 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 nein. Aber die Sache bleibt unter uns verschwunden. Yeah, sister in crime, huh? Okay, jetzt geht's los. Bring mal das Teil in Position. Ja, das ist perfekt. Mach ein bisschen weiter nach rechts. Und wenn die beiden die Drohne sehen. Hallo Mensch, dann geht doch der Spaß erst richtig los. Warum trödeln Sie denn jetzt so? Wer von uns beiden hat diese grandiose Idee nur auf den Tisch gebracht? Ja, das waren Sie, kurz bevor Sie unterm Tisch lagen. Und dann haben Sie gesagt, wenn ich noch mal jung wäre, dann könnte ich so richtig noch mal... Was ist das denn? Was? Na, das da. Das ist eine Drohne. Was denn für eine Drohne? Eine Drohne halt. Wir werden vom Geheimdienst verfolgt. Ja, weil unsere Mission ja so wahnsinnig geheim ist. Die meint wirklich uns. Ich glaube, ich will hier weg. Ist eh gleich da drüben. Was wollen die denn da drin? Ich wusste gar nicht, dass du auch so ein Teil hast. Jetzt weißt du es. Seid ihr ein Club oder sowas? Vielleicht. Okay, ich sag dir, warum ich so gute Laune hab. Und du sagst mir, was diese Buttons bedeuten und ob ich da mitmachen kann. Deal? Nein. Du hast genau den Look, den unser Kunde sucht. Er hat deine Fotos gesehen und die Entscheidung war gefallen. Du oder keiner. Du bist jung, natürlich, sympathisch. Wir bringen dich groß raus, Jule. Du wirst das neue Gesicht der Marke. Du musst nur ja sagen. Jule. Hey, Jule. Hallo. Jule. Jule. Ja? Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich fahre nach Berlin. Ich habe das große losgezogen. Ich bin einer der vier, die fahren. Ist das nicht geil? Ja, das ist toll. Also, ich habe schon mal ein paar Dinge gecheckt. Wenn wir da sind, da ist echt was los in Berlin. Da brennt die Hütte. Ich meine, in Berlin brennt ja sowieso immer die Hütte. Aber wenn wir da sind, dann ist es heißer als sonst. Und wir sind da, ich bin da, alles ist perfekt. Good morning, my dear students. Was soll das? Keine Ahnung, sag du es mir. Das sind Henrys Sachen. Sein Hoodie, sein Button, er hat mir alles zurückgegeben. Hat er was gesagt? Ja, dass er dich verraten hat. Und sonst noch was? Sonst nichts. Aber ich hoffe, den Rest erfahre ich von dir. Wenn Henry nicht mehr gesagt hat, dann tue ich es auch nicht. Hey Mann, jetzt bleib doch mal hier. Wir haben uns geschworen,
dass wir offen zueinander sind. Dass wir keine Geheimnisse voreinander haben, dass wir uns vertrauen können. Wir wollten ein anderes Einstein, nicht dieses Kati-Einstein. Also, was ist jetzt? Wir haben uns auch geschworen, dass wir loyal zueinander sind. Aber wenn Henry nicht mehr reden will, dann tue ich es auch nicht für ihn. Wenn du mehr erfahren willst, musst du ihn fragen. Und jetzt hab ich ein Messi im Zimmer, oder was? Super. Danke für den tollen Empfang. Okay, super. Okay, geil. Ist das toll, wenn man so beliebt ist und so hübsch. Hey. Ich habe was klargemacht, um meinen Einzug zu feiern. Mann, kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Haha, Pool King. Du bist doch total verknallt in Lennart. Nee, ich bin nicht verknallt. Also, ganz ehrlich, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Naja, so viele Schmetterlinge, so viele Eindrücke. Ich habe ja jetzt den Katalog, da kann ich mir das in Ruhe überlegen, damit ich es in 50 Jahren nicht bereue. Ja, genau. 50 Jahre. Na ja, gut, bisschen eher. Da ist das Ding ja schon wieder. Wer fliegt denn das Teil? Und jetzt eine kleine Beute. Das kommt doch immer näher. Ich glaube, ich will hier weg. Ja, lassen Sie uns mal gehen. Komm. Mann, Vorsicht, nicht so dicht. Nele, extra dicht. Die sollen doch jetzt endlich mal merken, wie bescheuert es ist, die ganze Zeit überwacht zu werden. Muss schneller machen. So. Schneller. Aber die haben ja richtig Schiss. Mann, hör auf. Das war viel zu schnell. Gib mir mal. Ach du Scheiße. Vorsicht, die Drohne. Und ich. Das ist die perfekte Mischung, wir Rotten Berlin. Ja, und wir passen auf, dass du beim Rocken nicht unter die Räder kommst. Hallo? Bist du Rottbach, oh, sorry, oder was? Ich muss... Jule, warte mal kurz. Oh, sorry, hab dich gar nicht gesehen. Kann ich dich mal was fragen? Mach ruhig, ich bin für jede Ablenkung dankbar. Okay. Und zwar, du bist doch Olivias beste Freundin, oder? Und ich wollte dich nämlich fragen, ob du weißt, worauf sie so steht, wenn ich sie vielleicht mal zu einem Date einladen würde. Boy, lass es, okay? Was denn? Jetzt quatschst du mich nicht auch noch mit Olivia voll. Wieso dreht sich die ganze Welt eigentlich immer nur um sie, ha? Jule, jetzt warte doch mal. Was ist denn los? Lennart, lass mich in Ruhe. Hi, Olivia hier. Pavel will bei uns mitmachen. Aber ehrlich, ich brauch das nicht. Ich meine, Pavel ist ganz okay, aber noch so ein Krabbeltier. Wir haben doch schon Henry. Genau, wir haben schon Henry. Was meinst du, Dominik? Also, ich hab nichts gegen Pavel. Was ist denn los mit euch, Leute? Kein Bock auf gar nichts, oder was? Und wo bleibt Henry? Er weiß doch, dass wir uns heute treffen. Henry kommt nicht. Der ist raus. Was? Dominik weiß mehr, aber er will nicht reden. Und Henry ist abgetaucht. Ich glaube hier gar nichts mehr. Also, ich kann dazu nichts sagen. Du willst dazu nichts sagen.
Frag doch einfach Henry. Echt cooler geheimer Zirkel. Ich bin begeistert. Hallo? Ein Stein wird zum Fels. Hast du es dir anders überlegt? Bist du wieder dabei? Ich habe Mist gebaut. Deshalb bin ich raus aus dem Zirkel. Ich habe gesagt, Dominik ist ein Bettnässer. Hä? Was natürlich nicht stimmt. Ich habe das nur gesagt, weil die Schiller mich dabei erwischt hat, wie ich das Bett neu bezogen habe und so. Also, mein Bett. Du hast ins Bett gemacht. Ich hatte solche Angst vor Zech und habe dann nachts von ihm geträumt. Und dann ist es passiert. Deshalb bin ich jetzt nicht mehr im geheimen Zirkel. Weil jemand wie ich hier nichts zu suchen hat. Das wollte ich nur noch mal sagen. Wow, starker Auftritt. Glaubst du, Simon kriegt die Drohne wieder hin? Keine Ahnung. Hoffentlich ist er nicht total sauer. Warum sollte er? Weil wir seine Drohne gestreutet haben? Naja, das kriegt er ja nicht mit. Wir legen das Teil ins Zimmer und gut ist. Du hast doch gesagt, Simon hatte die Drohne geliehen. Ich hab nur gesagt, ich hab sie von Simon. Die ist geklaut? Nein, sie ist geliehen. Er kriegt sie ja wieder. Na, dann ist doch cool. Du findest das cool? Rottbach und Schiller haben wegen uns einen Unfall gebaut. Ja, ich weiß, es ist halt nicht optimal gelaufen. Nicht optimal gelaufen? Da hätte sonst was passieren können. Es ist ja aber nichts passiert. Der Unfall, die geklaute Drohne und du hast gelogen. Auf Eichenlund wäre sowas nie durchgegangen. Eichenlund ist ein Hörspiel. Eben. Und das ist die Wirklichkeit und die macht eben manchmal Spaß. Sarah? Siehst du das auch so? Naja, es war eine coole Aktion, trotz allem. Henry? Schläft. Willst du gucken, ob er künstlich ist oder sehe ich? Ich schlaf nicht. Was wollt ihr? Hier, deine Sachen. Dein Button und dein Hoodie. Ein Stein wird zum Fels. Was soll das? Du bist wieder dabei. Dein Problem ist ab sofort unser Problem. Ist so ein einer für alle und alle für ein Ding. Was ist? Bist du wieder dabei? Na klar. Hey, was machst du so ganz allein? Lieber schlafe ich hier als mit dir in einem Raum. Was? Wovon redest du denn? Jetzt tust du auch noch so unschuldig. Oh, Jule. Du hast mit Cheryl gesprochen, oder? Ja, stell dir vor, ich habe mit Cheryl geredet. Du hast mir den Job geklaut. Mein Job. Nein, Olivia, so war das gar nicht. Das war ganz ich will das gar nicht hören, okay? Aber dass du dich auch noch an Lennart dran machst. Ich wusste gar nicht, dass du so eine neidische Kuh bist. Hm, was? Wieso Lennart? Was kann ich denn dafür, wenn dich keiner anguckt? Ist das deine Rache? Ey, das ist so billig. Und sowas habe ich mir Freundin genannt. Hier, der Kontakt ist gelöscht. Endgültig. Hau ab! Von morgen.